Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online-Shop und zwar mit dem Eraser Gaming PC Hunter X30 RTX 4080 Super MD34920 für 3049 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von Andy95 bei uns im Discord im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Ist das stinknormale Gehäusebild? Das Gehäuse gibt es in der Form aber auch nicht zu kaufen. Also es gibt schon zu kaufen, nur halt mit einer anderen Front. Die Mesh-Front, die ist durchaus gegeben, allerdings halt oben dieses Logo nicht. Da ist dann was anderes drin, zeige ich euch gleich auch noch. Wenn man sich die Bilder hier unten so anschaut, da sieht man halt noch ein paar Farbvariationen, aber wirklich auf die Hardware gehen die Bilder nicht ein. Kommen wir zu den technischen Details. Als Prozessor haben wir den Intel Core i9 14900KF Prozessor. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, eine TDP von 125 Watt, allerdings im Turbo 253 Watt, wenn man ihn ungebändigt laufen lässt. 300, 330 Watt circa knallt er sich dann rein. Die Wasserkühlung, die hier drin ist, da könnt ihr froh sein, wenn die überhaupt den Turbo packt. Aber kommen wir gleich auch noch zu. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Wie immer bei Intel üblich, 6000, 6400, 6800 geht ganz easy, sofern ihr nur zwei Riegel benutzt. Ist bei dem System tatsächlich auch so gegeben, dass es zwei Riegel sind mit 6000er, also da trauen sie sich auch schon ein bisschen mehr zu nehmen. Solltet ihr selber ein System bauen wollen mit Intel, könnt ihr halt stärkeren RAM nehmen. Das ist bisher noch der beste Intel-Prozessor am Markt, danach kommt noch der KS. Ja, ich weiß, aber das ist auch nur ein 14900K. Allerdings ist das hier die F-Variante, das bedeutet, wenn ihr Onboard-Grafikanschlüsse habt, also Mainboard sozusagen, könnt ihr die nicht benutzen, weil die Grafikeinheit fehlt. Ihr zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Ist aber immer ganz nice to have, wenn mal irgendwie die Grafikkarte abbraucht, ihr müsst dringend an die Daten rankommen oder zumindest ein bisschen Homeoffice machen, dafür reicht auch die interne. Ansonsten ist der natürlich, klar, es ist der beste Prozessor zum Zocken geeignet, zum Stream geeignet, zum Rendern geeignet und so weiter. Mir ist die Intel-Problematik aktuell bewusst, bevor jetzt wieder ein Kommentar kommt, wie kannst du das sagen? Ja, es ist aber halt ein guter Prozessor. Ob die jetzt überschnell altern oder nicht, es bleibt ein guter Prozessor. Und der kostet 556,47 Euro bei Notebooks billiger über eBay. Dazu bekommen wir noch Windows 11 Home, aktuellstes Betriebssystem. Es gibt noch die Professional-Variante, ja, aber für einen Gamer ist es relativ latte, von daher ist das in Ordnung. Und das kostet 36,70 Euro bei IT Hardpulse. Als Grafikkarte bekommen wir eine Zotac Nvidia GeForce RTX 4080 Super mit 16 GB GDDR6X VRAM. Welche Zotac es jetzt genau wird, kann ich euch nicht sagen. Es gibt halt noch die Trinity, aber ich denke eher, dass sie diese hier nehmen werden. Danach kommt eigentlich nur noch die 4090. Also die 4080 Super ist echt eine gute Grafikkarte für WQAD und auch 4K Gaming. Kann man so machen, bei dem Preispunkt erwartet man theoretisch eine 4090, aber wir werden es ja gleich noch sehen. Ich finde persönlich die 4090 auch totaler Quatsch. Preis-Leistung gegenüber Mehrleistung zu 4080 super, ist mehr so meh. Aber ja, kann man nehmen. Ist eine gute Grafikkarte, why not? Der FPS-Test wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 1026,25 Euro bei Notebooks billiger über eBay. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z97 Aorus Elite AX Mainboard. Der Z790 Chipsatz ist der aktuellste Chipsatz derzeit. Damit könntet ihr theoretisch übertakten. Würde ich partout sein lassen bei der Kühlung, die hier verwendet wird. Aber potenziell geht es. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier noch 3 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, eine Soundkarte, falls ihr das wollt. Wie auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, ja, es ist wirklich 3.0, ich zeige es euch gleich nochmal. USB Typ C ist mit am Start, die Onboard-Grafikanschlüsse, wie gesagt, könnt ihr mit dem Prozessor sowieso nicht benutzen. Zweimal USB 3.1, viermal USB 2.0 und Bluetooth und WLAN-Antennenanschluss. Hier seht ihr das auch nochmal, dreimal USB 3.0, viermal USB 2.0 und zweimal USB 3.1 und USB Typ C ist halt noch am Start mit 3.2. Ich weiß, es steht hinten drauf irgendwie USB 3.2 bla bla auf dieser IO-Blende. Verlasst euch besser auf die Angaben von Geizhals. Die Hersteller, die fummeln sich da ein zurecht, es ist halt einfach so. Das Board ist in Ordnung.
Das kann man so machen. In dem Preisbereich passt es auch gut rein. Also ich habe jetzt nichts zu meckern. Kann man machen. Und das kostet 217,98 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 2 TB WD Black SN850X NVMe SSD. Hier steht nochmal PCI Express SSD Festplatte mit 2 TB Speicher. Es ist die gleiche. Es ist jetzt nicht 2x 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6600 MB/s mit TLC-Speicher von Kioxia. Ja, kann man machen. 2 TB bei 3000 €, immerhin. Nicht 1 TB oder so. Ein bisschen mehr hätte ich mir gewünscht, wäre preislich auch noch drin gewesen, kennen wir ja schon. Aber mit 2 TB kommt ihr erstmal aus. Und die ist halt sauschnell. Ob man das braucht, weiß ich nicht, als Gamer sehr wahrscheinlich nicht, aber schön, dass es dabei ist. Und die kostet 144,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RGB RAM mit bis zu 6000 MTS. Da wir wie immer nicht die Timings wissen, nehmen wir jetzt den 32 GB 6000er CL40 RAM. Ich weiß nicht, welchen sie reinschmeißen. CL40, 36, 32 oder 30. Immerhin kriegen wir RGB-Beleuchtung und 6000 MTS, auch nicht selbstverständlich. 32 Gig ist auch okay. Ja, aber das mit den Timings, ihr kennt mich ja. Nur mal so zum Vergleich. Der kostet ja jetzt 120,89 €. Der CL30er würde 120,42 € kosten. Das heißt, es ist gar nicht so abhängig vom Preis. Ich möchte euch damit nur verdeutlichen, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Und der kostet, wie gesagt, 120,89 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine AlphaCool Icebear 240 Wasserkühlung mit zwei InWin Saturn ARGB 120 mm Lüfter. Also die Thematik ist erstmal die. Es sind schon zwei Lüfter dabei, die sind halt schwarz, die sind nicht beleuchtet. Da packen sie dann diese InWin Saturn Dinger drauf. Könnt ihr gleich gerne draufrechnen, könnt ihr aber auch lassen, weil theoretisch wären die ja schon da, wenn ihr selber bauen würdet. Sie leuchten halt dann nur nicht. Eine 240er Wasserkühlung auf diesem Prozessor. Ich schwöre euch, die müssen das Ding drosseln im BIOS, weil die packt diese TDP-Werte von dem Prozessor definitiv nicht. Wenn der in den Boost geht, für diese 58 Sekunden oder was das sind. Das kriegt die nicht weg. Keine Chance. Und selbst wenn es so wäre und ihr wollt den Prozessor voll ausschöpfen, das heißt, ihr lasst ihn ungebändigt laufen oder setzt ihn fest auf 300 Watt oder so, keine Ahnung, dann habt ihr die volle Leistung, was das Ding halt kann. Das packt die auf Dauer nicht. Zumal ist sie noch hässlich. Also, finde ich, so rein jetzt subjektiv, ne? Aber ich meine, guckt euch das Ding an. Da hätte mindestens eine 360er drauf gehört. Wenn nicht sogar eine 420er, geht aber wieder nicht wegen dem Case. Also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Wir schmeißen sie jetzt einfach so in den Warenkorb rein. Und die kostet 121,89 € bei Galaxus. Das ist auch schweineteuer für eine 240er Wasserkühlung. Im Übrigen, diese InWin Saturn Lüfter sind nicht mehr gelistet bei Geizhals. Wir sollen ja davon 2 Stück auf der Wasserkühlung haben. Die waren realistisch mal irgendwann hier unten bei 16 €. Dann waren sie kurz verfügbar am Markt. Da sollte ein Lüfter 39 € kosten. Ist schon fast Corsair-like. Aber dafür hat Corsair meistens noch Sensoren drin, ein Display und dieses Stecksystem. Das haben die ja alles gar nicht. Wenn ihr wirklich wollt, dann rechnet hinterher 32 € drauf für die Lüfter beim realistischen Preis. Ja, also ihr könnt von mir aus auch 80 € draufrechnen, aber nein. Kleiner Spoiler, zumal es sowieso egal wäre. Also selbst wenn ihr die 80 € draufrechnet, alter Schwede. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX1000 Netzteil. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular, allerdings ATX 2.4. Also erstmal 1000 Watt. Ja, geil, dass es drin ist, weil Prozessor säuft sehr viel und Grafikkarte auch. Da ist das schon nicht schlecht, wenn man es hat. Ist ein bisschen viel, kann man aber machen, um auch die Lastspitzen so ein bisschen abzufangen. Okay. 10 Jahre Garantie ist auch super. Vollmodular auch super. Goldzertifizierung, ja, von mir aus, gibt auch Platin und sowas, aber Gold reicht. ATX 2.4 ist wieder so ein Ding, habt da wieder diesen Adapterstecker. Das verstehe ich bei einem 1000-Euro-System, auch beim 1500-Euro-System vielleicht noch, wobei es da wirklich gute Alternativen gibt. Aber wenn ich 3000 € auf den Tisch lege, möchte ich nicht so eine hässliche Wasserkühlung da drin haben, finde ich. Ja? Und dann noch diesen Adapterstecker. Also ich weiß nicht. Das sieht aus wie ein kleiner Baukasten. Qualitativ keine Frage, es ist cool. Aber es gibt bessere Alternativen. Und das kostet 146,90 € bei alza.de. Ey, wie die sich hier wieder mit dem Preis kloppen, ne? Pro Shop, 1 Cent teurer. Zack, in der Liste einen weiter runter. Wahnsinn. Dann haben wir ein beleuchtetes RGB-Gaming-Gehäuse von InWin. Soweit es meine Vermutung zulässt, ist es das hier. Es kann auch sein, dass die bei der Wasserkühlung diese Lüfter einfach drauf lassen und diese RGB-Lüfter, die wir eben gesehen haben, auch auf dem Vorschaubild, vorne reinpacken, weil die sind hier nicht mit dabei.
Aber die Wasserkühlung, also der Satz war ja Wasserkühlung mit diesen Lüftern. Also da gehe ich davon aus, dass die Lüfter auf der Wasserkühlung sind und dann trotzdem noch zusätzlich in die Front kommen. Ich kann es euch nicht sagen. Wir sehen hier diese Mesh-Front. Hier oben haben wir dieses komische Fenster mit so einem Infinity Mirror Gedöns, ja. Jetzt sagt ihr natürlich, das sieht doch gar nicht so aus wie das Case, was wir eben am Anfang hatten. Wenn wir die Nummer hier drehen, schaut euch das mal an und dann gucken wir uns das hier an. Also man sieht es halt, dass hier auch diese Riffelung drin ist und auch mal auf die Füße hier unten achten, ist bei dem halt genauso. Jetzt gucken wir uns noch was an. Hier oben habt ihr diesen komischen, ja, diesen komischen Knopf, der so schräg ist und diese Anschlüsse merken, zweimal USB 3.0, Kopfhöreranschlüsse USB-C. Ist hier das gleiche in grün. Also es ist tatsächlich so, dass die sehr wahrscheinlich das Gehäuse nehmen, es steht leider nicht dabei, aber die nehmen das Gehäuse und packen oben ihr eigenes Panel mit so einem Eraser-Logo rein. Also gehe ich einfach ganz stark davon aus, dass es wirklich das InVin N127 ist. Hatte ich so noch nie in der Liste, aber das wird es wohl sein. Ich hoffe wirklich, dass die Lüfter, die vorne drin sind, auch mit dabei sind. Hinten hat das Ding zum Glück auch einen Lüfter. Dann habt ihr noch die Wasserkühlung und eine Meshfront. Der Airflow wird einigermaßen gegeben sein. Ich persönlich finde für so ein Case, das so aussieht, wo auch noch das Netzteil oben reinkommt und solche Geschichten, 139 Euro ein bisschen viel. Aber das muss der Hersteller mit sich selbst ausmachen, beziehungsweise halt Eraser, Medion mit InVin, was die da für Verträge haben, keine Ahnung. Nehmen wir so mit. Immerhin kein Backofengehäuse. Und das kostet, wie gesagt, 139,99 € bei CaseKing.de. Ansonsten steht hier halt nur noch Grafikkarte für hohe Framerate und modernes Raytracing. Klar, ist der Nvidia-Grafikkarte geschuldet. DLSS 3 mit Optical Multi-Frame-Erstellung, ja, ist auch der Grafikkarte geschuldet. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, die vielleicht dabei sind, aber die sind halt preislich jetzt nicht mit drin. Das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.511,96 €. Und das Ding kostet 3.049 Euro. Das sind ungefähr 530 Euro drauf fürs Zusammenbauen. Das ist natürlich viel zu viel. Also den Preis eben, den ihr gesehen habt, wie gesagt, im Selbstbau, wenn ihr das wirklich alles eins zu eins so kaufen würdet und das hier halt fertig zusammengebaut, so käme es dann zu euch nach Hause. Es gibt weitaus bessere Alternativen. Das Ding ist, mit diesem starken Prozessor und einer 4080 Super gibt es jetzt nicht so viele Systeme auf dem Markt. Man kann das natürlich dann wieder umkonfigurieren, zum Beispiel bei Dubaro, Systemtreff, Krodos oder wie sie alle heißen, da kann man sich das so zurechtfummeln. Aber für einen Gamer ist ein 14.900 KF auch völliger Quatsch. Wenn ihr unbedingt Intel haben wollt, nehmt einen 14.7er. Seid ihr genauso good to go, wird auch nicht so ganz so krass warm. Also der kann auch ordentlich Watt schlucken, aber 14.900 ist halt Quatsch. Selbst wenn hier jetzt noch eine 4090 drin wäre, wäre es auch Quatsch. Jetzt habe ich spaßeshalber mal so geguckt, was machen denn jetzt gerade andere Content Creator? Was bieten die auf dem PC-Markt so an? Hier ist jetzt Credible Hardware bei Krotos, ist ja irgendwie jetzt ein neuer Partner. Ihr seht hier nur AMD. Wenn wir jetzt hier schnell durchgucken, 7500F, 7511, 7511, 7800X3D, 7900X3D, 7900X, 7950X, 7950X3D. Nix Intel. Gucken wir mal bei Hardware-Deals. Ryzen, 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 Ryzen. Ryzen, 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 Ryzen. Kein Intel. Die haben einfach gerade keinen Bock auf diese Thematik wegen dieser Überalterung oder schnelleren Alterung dieser Prozessoren. Auch wenn es schon Updates gab und so. Ja, ich weiß. Für einen Gamer ist AMD gerade einfach sinniger. Gucken wir mal bei Benz Hardware. AMD, 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 AMD. AMD, 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 AMD. Solltet ihr wirklich daran Interesse haben, irgendwie einen 14.900K oder KS oder KF zu besitzen, weil ihr irgendwie mit Blender arbeitet oder Rendering macht, was ihr mit AMD auch machen könnt, aber Intel ist da wirklich schneller. Ihr könnt uns auch fragen auf dem Discord. Wir haben so einen Config-Anfrage-Channel, da können wir euch was zusammenwürfeln. Das fragen wir dann an bei MyPC und die bieten euch das für einen kleinen Aufpreis an. Ich glaube, so um die 150 bis 200 Euro sind das immer, was die dann nehmen für Zusammenbauen. Kommt aber auf die Preisrange an. Aber bei einem 14.900K landet ihr meistens so bei 2.500 bis 3.000 Euro. Also ich habe jetzt wirklich kein sinniges System irgendwie fertig da stehen gehabt, was ich nicht erst wieder hätte umkonfigurieren müssen und so. Und ja, ich hätte natürlich hergehen können und MyPC wieder fragen können, ey, fummelt mir mal eine 4080 Super mit einem 14.900 KF zusammen, mit dem Board, bla bla bla. Aber das hätte eh keiner gekauft. Von daher, wie gesagt, sollte es wirklich Interesse geben, dann meldet euch bei uns. Aber ich glaube es eher nicht. Wenn ihr zocken wollt, geht auf AMD. Grafikkarte kann ruhig Nvidia sein, muss gar nicht AMD sein. Aber vom Prozessor her würde ich es wirklich so machen. Gut, das wäre es auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.